Herzlich willkommen zum Herzerwärmer-Podcast, meine Lieben. Hier ist die Jeanette und wir starten auch gleich mit einer Frage, die heute lautet: Wie wirst du zu viel Druck los? Vielleicht habt ihr mal mein Logo gesehen. Da ist ein Engelchen und ein Teufelchen. Und ich persönlich betrachte das Leben wirklich als vollständig. Wir brauchen beides. Also wir sind auch manchmal ein Teufelchen und wir sind auch manchmal ein Engelchen. Mein Teufelchen heißt übrigens Druck und das Engelchen heißt Leichtigkeit. Wie schaffen wir es, dem Druck, den wir brauchen und den wir haben, auszugleichen und wieder zur Leichtigkeit zu machen? Ich bin gespannt, wie ihr mit dieser Frage umgeht und solltet ihr Inspirationen brauchen, dann hört euch jetzt den Podcast an. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis später. Herzlich willkommen zum Herzerwärmer Podcast, ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Jeanettes Ziel als Deutschlands erste Herzwärmerin ist, dass du dich nach dem Hören ihres Podcasts augenblicklich lebensfroher, motivierter und einfach herzerwärmt fühlst. Du bist genau richtig, wie du bist. Herzlich willkommen zu einem neuen Herzerwärmer-Interview und im Herzerwärmer-Podcast seid ihr sowieso immer willkommen. Ich habe heute jemanden zu Gast, die kennt ihr vielleicht noch. Hallo Julia! Hallo liebe Jeanette! Also, ich wusste schon bei unserem ersten Interview, Julia, ich wusste nicht, wo die Reise mit dem Podcast hingeht, ne? Aber ich wusste, dass ich dich wieder einladen würde. Tata, da ist sie! Danke dir für dein Vertrauen, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Julia, erzähl nochmal kurz was von dir. Ich weiß, du bist Hochzeitsrednerin, Trauerrednerin. Was gibt's Neues? Gibt's irgendwas Cooles, was wir wissen sollten über dich? Was Cooles, Neues, was man wissen soll? Ja, na, wie gesagt, ich habe immer noch die große Vision, irgendwann auf einer großen Bühne zu stehen mit meiner Keynote. Und da gilt es jetzt, diese Keynote zu Papier zu bringen und die so schick zu machen, dass das dann noch jemand hören will. Aber der Inhalt ist großartig. Also der ist im Kopf schon da, aber der muss jetzt so qualifiziert halt auf Papier gebracht werden. Genau. Mhm. Das Große, was noch so in der Schublade ist. Aber raus da. Wenn uns jetzt jemand zuschaut und sagt, auch die Julia war mir schon beim ersten Mal sympathisch und jetzt macht die auch noch Vorträge, wie kann man dir helfen? Wenn man mir helfen kann, mich buchen und sagen, hey, die Julia wollen wir mal hören. Die Julia mit dem großen Geheimnis wollen wir mal hören. Ja, das wird eine Mischung werden aus dem, wie ich zu meinem jetzigen Job gekommen bin und einfach so Tipps, wie man vielleicht ein achtsameres ein Leben im Hier und Jetzt führt, weil ich eben viel, viel mehr auf einem Friedhof stehe, als andere das so für gewöhnlich tun. Und einfach das in die Welt zu tragen, dass das Leben nun mal keine Generalprobe ist, wo man sagt, ach naja, beim nächsten Mal machen wir das besser. Nein, wir haben nur heute, hier und jetzt. Und ja, das verpackt in meiner speziellen Julia-Spezialformel, die ganz einfach ist. Genau. Da dann zu sagen, hey, das interessiert uns, das ist für unsere Firma, für unsere Feier, für unsere Veranstaltung interessant. Also ja, das wäre so dann, genau. Ja. Also liebe Leute da draußen, ich kann euch die Julia nur empfehlen, so ein fröhliches Energiebündel. Wisst ihr, solche Menschen treffen sich immer hier im Podcast, glaube ich. Absolut. Julia, ich habe heute verschiedene Fragen für dich vorbereitet. Beim ersten Mal hast du auch schon eine Frage gezogen. Mhm. Diesmal gibt es neue Fragen. Du hast die Auswahl zwischen 6 Nummern und ich lese dir die Nummern vor und dann bin ich gespannt. Was ich nämlich festgestellt habe: Egal, wer hier eine Nummer zieht, man zieht immer die Frage zur passenden Lebenssituation. Ist unfassbar. Daher, die Nummern stehen dir zur Verfügung. 23, 22, 15, 28, 26 und 25. Ich nehme die 15. Jetzt bin ich gespannt. In deiner aktuellen Sommer-Hochzeitssaison. Ja. Wie wirst du zu viel Druck los? Okay. Zu viel Druck, ich meine, ich glaube, das kennen wir alle, ne? Dass es immer so Situationen gibt, wo man
gefühlt alles auf einen einstürzt oder man sich fühlt wie vom Bus überfahren, da ist es einfach für mich die Variante, rauszutreten aus der Situation. Rauszugehen, ja, und für einen Moment, das muss gar nicht ein tagesfüllendes Programm werden, aber was für mich zu tun. Sei es, drei Seiten in einem Buch zu lesen, wie jetzt hier kurz im Garten zu sitzen und durchzuatmen und zu wissen, es ist alles gut. Wenn man erstmal die Situation wie aus einer Adlerperspektive beobachtet oder sich anschaut und sagt, okay, in dem Moment, wo ich drin stecke, ist das Problem vielleicht riesig groß. Aber wenn ich das von außen betrachte, ist es vielleicht gar nicht so groß und ich mache mir einfach dann in solchen Situationen die Sachen bewusst, die entweder an dem Tag schön waren oder in der Woche schön waren oder die ich generell schon geschafft habe in meinem Leben. Und dafür habe ich eben mein Lebensmomente-Glas. Das ist wie mein persönlicher Rettungsschwimmring. Das hole ich dann immer mal wieder raus, gerade wenn es ganz akut ist. Kleine Situationen kriege ich so geregelt, ohne große Hilfsmittel. Aber wenn es mir wirklich mal richtig blöd geht, dann hole ich mein Lebensmomente-Glas und da habe ich so Situationen, Erfolge, Erlebnisse auf Zettel notiert. Da stöber ich einfach wahllos drin und ziehe mir 2, 3 Zettel raus, lese mir das durch und denke, ja, ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, wie mir das jetzt in dem Moment just vorkommt. Und so ein Glas kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, das ist großartig. Das habe ich leider nicht hier, ich kann euch das nicht zeigen. Aber das ist ein ganz normales Einwegglas und da sind ganz viele bunte Zettel drin. Und die hole ich raus. Die hast du geschrieben, die Zettel? Ja. Das sind meine Lebensmomente, die ich in 36 Jahren gesammelt habe. Wann schreibst du die? Und wie hältst du es durch, die zu schreiben? Die schreibe ich immer, wenn ich besonders schöne Erlebnisse hatte. Dann mache ich mir einen Zettel und denke so, ach, das ist ein Moment, den du gerne, wie sagt man immer so schön, gerne einfrieren möchtest. Was aber nicht geht. Und das mit dem Einfrieren, das mache ich halt mit einem Stift und einem Zettel. Und dann werfe ich das in mein Lebensmomente-Glas und denke so, das kann dir irgendwann mal ein guter Rettungsanker sein. Um einfach wieder ins Hier und Jetzt zu finden und zu sagen, hey, ja, jeder hat mal einen blöden Tag, aber wenn der Tag vorbei ist, kommt ein neuer Tag, der ganz viele neue Möglichkeiten bereithält. Ja, genau. Das ist mein Lebensmomente-Glas, ja. Ja, das ist eine tolle Idee. Ja. Wenn das jetzt jemand nachmachen möchte, also ein Glas kriegen wir hin. Ja. Was braucht man dafür? Bunte Zettel und einen Stift. Und den Willen, das zu tun. Also den Willen, ein ganz einfaches Tool zu nutzen, was nicht schwierig ist. Das Glas steht immer irgendwo in meiner Sichtweite. Die Zettel, selbst wenn es kein bunter, schicker Zettel ist, da ist egal, dann ist es irgendein Zettel, dann ist es der Rand von einer Zeitung. Das muss ja kein künstlerisches Meisterwerk werden. Und Stift findet jeder irgendwo, ein Bleistift, ein Kuli, whatever. Und dann einfach auch gar keinen Roman schreiben, bloß einen kurzen Gedanken, wo man sagt, okay, der hilft einem, in so einer bestimmten Situation wieder Boden unter den Füßen zu kriegen und nicht dieses ins Bodenlose fallen, sich da so hinzugeben und sich, klar darf man sich auch mal selber leid tun, ohne Frage, aber da einfach wieder selber rauszufinden, ohne dass man da jetzt eine Woche drin festhängt, in einer Situation, wo man vielleicht nach der Woche feststellt, oh, das hat sich gar nicht gelohnt und man hat in dem Moment dann vielleicht Lebenszeit verschenkt, die man hätte mit ganz vielen wertvollen Momenten verbringen können. Genau, und ich brauche einfach so eine Tools für mich. Ist auch einfach durch meine Kinder entstanden, dass ich sage, ich brauche manchmal einfach so, gerade wenn man nur noch 5 Minuten Zeit hat, bis die Kinder irgendwie geholt werden müssen und dann ist man in so einer blöden Stimmung. Mit so einer Stimmung will ich nicht fahren und die Kinder abholen. Also muss ich dann was für mich haben, was mich dann in diesen 5 Minuten wieder ankommen lässt bei mir und zu sagen, okay, alles gut. Ja, das ist so meins, ja. Oder eine Meditation. Das geht auch irgendwie. Erzähle, wie gesagt, ich nutze total gerne irgendwie so Kurzmeditationen. Gibt es ja verschiedene Sachen, gibt es Apps dafür, gibt es geführte Meditationen. Also ich bin momentan ein großer Freund von geführten Meditationen, um einfach da so schneller reinzukommen, das Ganze. Ja. Oder ich laufe einfach eine Runde oder mache eine kurze Sporteinheit. Also so, das sind, wie gesagt, keine Sachen, die jetzt ewig dauern, sondern die mich in relativ kurzer Zeit wieder dahin bringen, wo ich hingehöre. Genau. Und du hast ja auch ein paar Kinder, wollte ich sagen, also ein paar Kinder, ne? Zwei hast du. Ja, klar. Zwei Kinder. Genau. Manchmal Druck kommt ja von allen möglichen Richtungen, davon mal abgesehen. Aber wenn du so viele Möglichkeiten hast, diesen Druck für dich wieder abzubauen, dann gibt es da draußen auch ganz viele Leute, die sagen,
In dem Moment würde ich da nicht dran denken, einen Zettel zu schreiben für das Glas oder mir eine Meditation zu holen oder vielleicht mal raus auf die Wiese zu gehen. Hast du da einen Tipp? Das ist eine Gewohnheitssache. Also Aha. ich nutze nur die Sachen, die mir wirklich gut tun. Bei einem anderen kann das ganz andere Sache sein, aber ich habe ganz viel durchprobiert und die Sachen tun mir gut, die kann ich gut handeln und auf die greife ich halt als allererstes zurück. Und da muss jeder so seinen goldenen Weg finden, seinen eigenen Weg finden. Und da gibt es auch keine Schablone, die man überlegt und sagt, so, das hilft jetzt, das Nonplusultra, was bei allen hilft. Nee, das gibt es nicht. Jeder findet aus den vielen, abertausenden Tools seine. 3, 4, wo er sagt, die sind's und die nutze ich. Und dann tut sich das, dann fühlt sich das auch nicht schwer an. Dann greift man da so mehr oder weniger unbewusst dazu und sagt, okay, das brauche ich jetzt und dann kann ich mit dem guten Gefühl weitermachen. Ja. Ich habe mal eine Frage, die bezieht sich fast ein bisschen auf ein Interview, was ich letztens geführt habe. Da hatte ich einen Geschäftsführer von einem Pflegeheim, also von mehreren Pflegeheimen im Interview. Und den habe ich gefragt, wie sieht es denn aus? Spürt man am Ende des Lebens, ob jemand vorher gut gelebt hat und gut für sich gesorgt hat oder nicht? Er meinte, ich müsste da jemand anders fragen. Er ist ja so in dem Sinne nicht so nah an den Patienten dran. Aber du hast doch die Angehörigen direkt bei dir. Hast du damit Erfahrung? Ja, das schon aus dem, was sie mir dann erzählen in dem Trauergespräch. Ja. Ob die viele positive Erinnerungen haben und einfach dankbar dafür sind, die Zeiten mit ihm oder ihr verbracht zu haben. Daran sieht man, wie derjenige gelebt hat. Und was er auch einfach, wie von ihm gesprochen wird, hat er seinem Umfeld Gutes getan? Oder war er nur griesgrämig von früh bis spät? Mhm. Das hört man schon raus. Und die gehen und sehr, sehr wahrscheinlich nicht gut für sich gesorgt haben und auch nicht gut für ihr Umfeld gesorgt haben, über die wird auch nicht viel erzählt. Da sitzen dann die Angehörigen und sagen, keine Ahnung, kann ich dir nicht da viel dazu sagen. Also da gibt es schon wahnsinnige Unterschiede. Oh. Echt. Also, es gibt Trauergespräche, da sitze ich eine halbe Stunde mit Hängen und Würgen und es gibt manche, da sitze ich 2 Stunden, weil dann werden Fotoalben rausgeholt, dann wird erzählt und das ist dann das, was mir eine Abschiedsrede lebendig macht, wenn die anfangen von irgendwelchen Erlebnissen zu erzählen, die man dann auch wieder aufgreifen kann und damit auch den letzten Weg schön, wenn man das so sagen kann, in dem Zusammenhang schön gestalten kann. Und ich denke auch, dass ein Ding ist, wie jemand geht vielleicht, ob er zufrieden geht, ob er dankbar ist für das, was er gehabt hat. Und wir alle wissen nicht, wann ist unser letzter Moment gekommen. Und deswegen einfach jeden Tag aufzustehen und zu sagen, hey, ich nutze heute den Tag in seiner besten Version, was ich dafür tun kann. Und das hilft mir unheimlich. Und das gerade seitdem ich als Trauerrednerin arbeite, bin ich viel, viel, viel bewusster im Leben unterwegs. Das also ich habe jetzt im Urlaub so Erlebnisse gehabt, wo ich denke so, okay. Also so Menschen, die sich schon früh grummelig im Gemeinschaftsbad im Spiegel angucken, ihr Tag kann doch nicht schön werden. Also egal, was sie an dem Tag vorhaben, der kann nicht schön werden. Aber wenn man früh einfach dankbar ist dafür, dass man aufgestanden ist, dass die Sonne scheint, dass man Urlaub hat, kann doch eigentlich nicht viel passieren an so einem Tag. Kann nur großartig werden. Einfach, ja, viel, viel. Und auch mit kleinen Sachen einfach dann zufrieden zu sein und viel bewusster durchs Leben zu gehen. Weil wir eben nicht wissen, wann der letzte Moment gekommen ist. Und auch so einfach Sachen, diese Dankbarkeit auch ein Stück weit weiterzugeben. Zum Beispiel gehe ich ehrenamtlich im Hospiz arbeiten. So in regelmäßigen Abständen. Und es sind manchmal gar nicht viele Sachen. Manchmal liest man jemanden vor oder man schiebt jemanden durch den Garten. Aber unterstützt dadurch halt die Vollzeit-Mitarbeiter im Hospiz. Und es ist so, also eine dankbare Sache, dass man dort noch auf dem letzten Weg was mitgeben kann. Und das ist das wichtigste Geschenk, was man anderen Menschen macht, sich selber und anderen Menschen machen kann, ist Zeit zu verschenken. Und das ist das, was ich eigentlich auch liebend gerne zu Geburtstagen verschenke, dass ich sage, lass lieber ein gemeinsames Erlebnis machen als materielle Geschenke, die niemand auf seinem letzten Weg mitnehmen kann. So ist egal, wie groß oder klein sind. Aber Erinnerungen, Erlebnisse, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die nehmen wir am Herzen, nehmen wir die mit.
Ja. Das bleibt doch von uns. Das ist auch das, was die Menschen dann von uns erzählen. In letzten Gesprächen zum Beispiel. Hm. Jetzt habe ich... Ich habe eine brisante Frage. Ja. Also es gibt ja manchmal solche Tage, ich kenne die auch. Dir und mir würde kein Mensch zutrauen, dass wir die jemals haben. Aber es gibt Tage, wo ich früh aufstehe, obwohl ich wahnsinnig gern aufstehe. Und habe einfach keine Lust. Hm. Auf nichts. Ja. Also es ist ja nicht immer möglich, dass wir uns an dem Tag dann rausnehmen und nichts machen, ne? Was machst du denn mit solchen Momenten? Wie bekommst du dich denn motiviert? Das ist unterschiedlich. Ich hatte jetzt so einen Tag zum Beispiel am Montag, am 19. Meine Tochter ist am Samstag in die Schule gekommen. Und ich hätte das nie im Leben erwartet, aber es ging mir emotional absolut, wenn ich das hier so sagen darf, absolut scheiße. Okay. Ich habe sie in der Schule abgegeben, sie hat nichts. Es war alles gut, ich habe sie abgegeben, sie hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Aber wo ich voll motiviert nach Hause fahren wollte und mich in mein Büro begeben wollte nach dem Urlaub, es ging nicht. Ich war emotional so in absoluter Gefühlsachterbahn unterwegs, wo ich gedacht habe, ja, dann eben heute nicht. Also klar, wenn man die Freiheit hat, sich an so einem Tag einfach rauszunehmen, dann einfach rausnehmen, weil alles andere wird Quatsch und unproduktiv und es passieren Fehler, die hinterher doppelt so lange dauern. Wenn ich mich nicht rausnehmen kann, dann hangel ich mich so erstmal an relativ unspektakulären Sachen entlang und ändere so ein bisschen die Reihenfolge meines Tages. Ja. Und was mir auch immer so ganz gut irgendwie seit kurzem hilft, ich koche mir ein Espresso. Ich setze mich beim Espresso auf meine Terrasse und denke, okay, nicht der beste Tag, aber auch der geht vorbei. Und danach geht's eigentlich. Also ein richtig guter Espresso, der hilft mir ein ganzes Stück weiter in meinem Tag. Ja. Ich habe auch mal eine ganz, ganz tolle Kaffeerösterin im Interview gehabt. Also da habe ich ja schon, seitdem habe ich, ich trinke sowieso früh, also nur früh, sonst am Rest des Tages brauche ich keinen Kaffee. Aber seitdem verspüre ich früh ja noch eine ganz andere Aura um den Kaffee. Ja. Ich brauche einen Espresso wirklich bloß so für mich, um mir was Gutes zu tun. Ja. Einfach, ich trinke gar nicht jeden Tag einen, aber manchmal so, wenn ich denke, oh, jetzt richtig einen leckeren Kaffee und wenn man ich noch weiß, wo der her ist und alles, ach, da schmeckt der McLaren so gut. Genau, ja. Das ist ein Plan. Ja. Und wie gehst du denn damit um, weil du halt auch so ein fröhlicher, so ein offener Mensch bist, dann gehen ja die Leute davon aus, dass du diesen ganzen Druck überhaupt nicht hast, oder? Ja. Aber man kann ihnen das erzählen. Den das ganz einfach offen zu kommunizieren, dass auch in meiner Welt irgendwie Sorgen, Nöte, Herausforderungen herrschen und auch ich damit umgehen muss. Aber was hilft mir das denn, wenn schon Herausforderungen sind, dann auch noch mit einer schlechten Stimmung die anzugehen, dann kriege ich die gleich gar nicht gelöst. Wenn ich aber sage, hey, das wird schon irgendwie, alles ist gut, alles wird gut, dann kriege ich die echt viel schneller gelöst. Oder finde viel schneller einen Weg dafür, weil man einfach nicht so eine negative, enge Sichtweise hat. Und dadurch, ja. Du hast mitbekommen, ich schreibe wieder mal fleißig. Ich schreibe immer fleißig, ne? Ja. Weil du bekommst ja wieder einen Beschreibungstext, einen schönen. Und außerdem möchte ich dir wieder ein Herzerwärmerchen zeichnen. Noch ist das Kärtchen leer. Lea, ich bin gespannt. Aber du bekommst dann eins. Ja. Ich weiß auch schon, was ich dir zeichne. Ich bin sehr gespannt. Schicke ich dir dann gleich im Nachgang. Was würdest du denn... oder beschreib mal in einem Tipp, was sollen die Leute machen, wenn sie merken, oh Gott, alles so viel, es drückt mich nieder. Ich fühle mich regelrecht eingeengt von so viel Druck. Was sollen sie am besten machen? Ein Tipp. Einen Schritt rausgehen, wo auch immer der hingeht und sich des Lebens bewusst zu sein, der schönen Dinge im Leben bewusst zu sein. Ja. Und dann mit der Energie, die daraus entsteht, sich der Herausforderung oder dem Druck zu stellen. Ja. Wow. Wie geht man einen Schritt aus sich heraus? Aus sich heraus? Na, einfach aus der Situation, dass wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt im Büro eine Denkblockade habe, ja, dann gehe ich halt raus, gehe eine Runde durch den Garten und gehe dann wieder ins Büro rein, weil dann auf einmal so
der Gedankenfluss von ganz alleine kommt. Oder wenn ich eine Streitsituation in einem Raum habe, auch zu sagen, mit wem auch immer diese Streitsituation ist, zu sagen, warte einen kurzen Moment, ich bin gleich wieder da. Kurz rauszugehen, diese komplette beengende Situation zu verlassen und zu sagen, wieder reinzukommen und sagen, okay, und jetzt nochmal neu. Also du meinst komplett wirklich räumlich verlassen, ne? Nicht nur im Kopf die Situation manchmal von der Ferne betrachten. Manchmal dass man den Raum verlässt, aber ja, wenn es möglich ist, dann schon, ja. Weil das so eine andere Sichtweise schafft. Hm. Weil wie gesagt, man geht zum Beispiel aus dem Büro raus, findet alles doof, geht raus, die Sonne scheint, die Vögel piepen und was weiß ich, keine Ahnung, was noch sein könnte, geht wieder rein, sagt, alles gut. Das weiter stimmt. Geht's. Und da einfach mal kurz den Blick zu wenden. Ja, Herzmomente, ja. Ja. Trauerhaft, mein Lebensmoment, Lars, absolut. Schicke ich dir im Nachgang hier gleich. Yay. Gleich mit deinem. Ja. Ja. Du bekommst auch gezeichnet. Es gibt jetzt für die Podcast-Folgen zeichne ich dann immer und dann gibt es immer so ein kleines Video. Du kannst ja, also dann zugucken, wie das entsteht. Du kriegst cool, dann ein eigenes kleines Video. Ja, geil. Ich freue mich übrigens sehr, ich darf jetzt für darf man Namen nennen, lieber mal nicht, für ein sehr, sehr großes deutsches Krankenhaus darf ich Zeichnungen anfertigen. Weißt du, weil mir geht das ja auch immer so nah, das, was du sagst. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir den Moment genießen, auch wenn es uns auch manchmal schwerfällt und wir vielleicht auch bestimmte Treppen zu gehen haben. Ja. Aber da darf ich so Zeichnungen anfertigen und dann machen die Zitate dazu und das wird wie so eine, naja, einen gewissen Weg begleitet das dann. Oh, ich freue mich da ohne Ende. Großartig. Ja. Großartig. Schön. Ja, Julia, wie können wir dich unterstützen, wenn wir dir zuschauen? Wenn ihr mir zuschaut. Heiraten. Das habe ich gerade gedacht. An mich denken, wenn man ein Eheversprechen erneuern möchte, was man auch übrigens jedes Jahr tun kann, weil es jedes Jahr gefühlt ein neues Jubiläum zu begehen gibt und man da nicht warten muss, bis man 25 oder die klassischen 50 Jahre verheiratet ist, weil das schaffen die meisten heutzutage sowieso gar nicht mehr. Also sollte man jedes Jahr einfach seinen Hochzeitstag feiern und sich nochmal so an die Hochzeit zurückzuerinnern. Oder eben so einen Moment des Abschieds zu sehen, dass man eben nicht unbedingt, also dass man sich seinen Redner für eine Trauerrede selber buchen kann oder selber suchen kann. Und sich dann wirklich jemanden sucht, wo man sagt, okay, man hat Vertrauen und hat nicht irgendjemanden. Weil es gibt für beides, also für egal ob Hochzeiten, Eheversprechen, Erneuerung, Abschiedsreden, es gibt nur ein einziges Mal die Chance dafür, alles richtig zu machen. Und dafür, finde ich, muss einfach alles passen. Mhm. Da möchte ich einfach mit meinem Tun, mit meinen Worten, mit meinem Erzählen von Lebensgeschichten dazu beitragen. Und wer das gerne braucht, Bedarf dafür hat, dann gerne mich anrufen, mir eine E-Mail schreiben, mich auf Facebook verfolgen. Ja, genau. Da sieht man am besten alles, so. Ja. Genau. Facebook hat also den besten Einblick in meine Hochzeit, gerade in die Hochzeiten, gerade jetzt zum Wochenende und so. Ja. Das ist so. Was würdest du an deiner Arbeit als einzigartig beschreiben? Für mich ist es erstmal eine Einzigartigkeit, diese Selbstbestimmtheit. Dieses selber darüber entscheiden zu können, wann, wo, mit wem. Das ist für mich ein wahnsinniges Geschenk. Und mir ist die Sprache, ob in die Wiege gelegt worden, wie auch immer, also zu sehen, dass ich mit Worten Menschen bewegen, berühren und zum Teil auch motivieren kann, das ist großartig. Das ist Wahnsinn. Weil manchmal sitzt man so in seinem Büro und denkt so, sind ja nur Worte, ist ja nur Text. Aber wenn man dann das Ergebnis bei einer Hochzeit oder bei einer Abschiedsrede sieht, wenn Menschen einen nächsten Tag oder eine Woche später noch anrufen und sagen, danke, das war so schön. Ja. Da hat man schon was richtig gemacht, sag ich mal. Ja. Absolut. Also heiratet fleißig oder erneuert. Muss es immer eine Hochzeit sein oder machst du auch, keine Ahnung, Versprechen erneuern, sowas? Ja, genau, Eheversprechen erneuern. Okay. Genau. Und was ich dieses Jahr auch noch
erst das zweite, das erste Mal offiziell und insgesamt das zweite Mal habe, ist so eine Namensfeier beziehungsweise eine Willkommensfeier für ein Kind. Ah. Also das ist auch so ganz großartig, wenn die Paten haben, wenn man sagt, man will jetzt nicht die klassische kirchliche Taufe haben, dann kann man das eben auch machen mit den Paten zusammen und Ritualen verbunden und Lieblingsmusik und so. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, die ist dann im Dezember, das wird ganz spannend. Das wird gut, ja. Wie weit reist du durch die Gegend? Ach, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also ich bin dieses Jahr bin ich viel in Sachsen halt, sachsenweit unterwegs, aber ich war mit einem Brautpaar in Norwegen und in Österreich. Also wer gerne im Ausland heiraten möchte, ich komme da gerne mit. Also ja, das ist, ich finde, das ganz Wichtigste dabei ist einfach, dass die Chemie zwischen Brautpaar und Redner, also in dem Fall mir, stimmt. Und da ist es wurscht dann, wo die Trauung ist. Mhm. Also, und das ist den Brautpaaren dann auch als allererstes wichtig und danach sollte man auch einen Redner aussuchen. Passt die Chemie oder passt sie nicht, weil, wie gesagt, die erzählen mir ihre Lebensgeschichte und die erzählt man nicht jedem, der draußen so irgendwo langläuft. Und auch der Redner muss sich wohlfühlen. Genau, muss Appell. Gegenseitig. Ja, genau, absolut, ja. Die Chemie muss einfach stimmen. Ja, das stimmt. Ja. Also Julian, es ist unfassbar, aber unsere Zeit ist schon wieder rum, ne? Hat doch gerade erst begonnen. Ja, eben. Liebe Leute da draußen, wenn es irgendwie zum Thema Druck etwas Empfindliches an euch gibt, dann hat euch dieser Podcast mit Sicherheit sofort jeglichen Druck genommen. Weil Julia, du strahlst ja genauso viel Leichtigkeit aus wie ich. Wo gibt es denn sowas? Was haben wir denn genommen? Das verraten wir nicht. Nee, ich denke manchmal, ich bin früher in den Obelix-Trank gefallen. Ja. Bisschen viel Energie und immer ein Grinsen im Gesicht. Nein, nicht immer. Auch wir brauchen manchmal unsere Ruhe. Absolut. Daher, unser Podcast läuft natürlich immer, den könnt ihr euch anhören und anschauen, wann ihr wollt, aber im reellen Leben ist es jetzt irgendwas kurz nach 13 Uhr. Ja. Weiß nicht, wie es bei dir ist, Julia, bei mir stehen die Kinder schon regelrecht auf der Matte mit knurrenden Mägen. Ja, nee, ich werde mir das was zu essen machen, genau, und dann meine Kids holen und das schöne Sommerwetter nutzen und im Pool zu Hause baden gehen. Ich habe heute noch einen Workshop. Oh, genieß es bitte für mich mit. Ja, ich gehe für dich mit baden, genau. Aber dafür habe ich morgen ein Coaching auf dem Stand-Up-Paddleboard. Das ist auch cool. Also cool. Sommer müssen wir ja nicht genießen, ne? Absolut. In diesem Sinne. Also Druck raus, Leichtigkeit rein. Genau. Und Julia, danke, dass du bei uns warst. Du bleibst danke noch kurz dir. Dran und wir sagen schon mal Tschüss. Ja? Tschüss. Danke dir. Tschüss. Womit hast du jeden Tag zu kämpfen? Kollegen, Stress, deinem Leben? Teile es uns mit und lass dich vom Herzerwärmer-Team unterstützen, deine Welt mit Lebensfreude zu füllen.